so auf Instagram geteilt und somit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal natürlich Hanna. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Food Haul von mir. Genau, ich habe bei Rewe Abholservice bestellt. Moment, ich muss kurz trinken. Genau, und das habe ich gerade abgeholt und ich fange gleich mal an mit einem Tiefkühlprodukt, damit ich das gleich wegräumen kann. Und zwar habe ich mir Brokkoli in der Tiefkühlvariante mitgenommen. Warum kein frischer? Weil ein frischer für mich einfach zu viel ist. Und hier kann ich einfach das rausholen, was ich brauche. Einen frischen, ja, wie gesagt, ist für mich zu viel. Wenn ich mal für mehr kochen muss dann oder möchte, dann kaufe ich mir natürlich einen frischen. Aber jetzt einfach so für ab und zu mal Ofengemüse, ja, ist ja ganz praktisch. Und den lege ich jetzt gleich in den Tiefkühler. So, weiter geht's. Ich habe mir eigentlich wollte ich eine Mezzo Zero haben in 0,5. Irgendwie habe ich mich da verdrückt. Mezzo Zero gab es auf jeden Fall nicht, deswegen haben sie mir Fanta reingemacht, habe ich auch so akzeptiert. Deswegen ein halber Liter Fanta, ja, okay, werde ich schon irgendwie losbringen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur 0,5, weil das einfach für mich reicht. Dann weiter habe ich mir einmal vegetarische Fleischwurst mitgenommen, weil ich Schinkennudeln machen möchte, genau. Und die schmeckt mir mit dieser, also mit der originalen Fleischwurst natürlich am besten eigentlich. Aber da ich das ja nicht mehr esse, habe ich mir die Veggie-Variante mitgenommen. Dann auch ein ganz, ganz seltenes Produkt bei mir, und zwar Körniger Frischkäse. Oh, ihr seht es gar nicht so gut. Ja, esse ich eigentlich fast nie, würde ich sagen. Aber ich möchte ihn jetzt einfach mal wieder testen. Ja, schon lange nicht mehr gegessen. Und vielleicht schmeckt ihr mir ja jetzt besser wie früher. Mal schauen. Ja, wenn ihr mehr Food Hauls von mir sehen wollt, dann abonniert doch gern kostenlos meinen Kanal. Gibt es regelmäßig bei mir. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auf den Abo-Button zu klicken. Ja, genau. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall geht's weiter. Knister, knister. Ich habe mir Blattspinat mitgenommen. Das ist mir eigentlich auch viel zu viel. Vielleicht gebe ich meiner Mom was ab oder ja, eingefrieren. Weiß ich nicht, ob man das kann. Wahrscheinlich gebe ich ein Stück ab. Genau. Dann einmal Roggenbrötchen zum Aufbacken. Wenn ich mal morgens keine Lust habe, mir was Großartiges zu machen, dann backe ich mir ja gerne ein Brötchen auf und esse das mit Marmelade. Ich hoffe, die ist auch dabei. Genau, und deswegen durften die Roggenbrötchen mit. Und als kleiner Tipp, immer im Kühlschrank aufbewahren, denn da bleiben sie wirklich am längsten schimmelfrei. Weil wenn man die so in die Küche legen würde, ich glaube, keine Ahnung, 4 Tage oder so, dann sieht man schon den ersten Schimmel Tropfen, und wenn ich sie im Kühlschrank aufbewahre, dann halten sie wirklich mindestens 2 Wochen. Also Top-Tipp des Tages für heute. Dann einmal frische Eier, natürlich andere, weil Abholservice, aber es sind trotzdem aus Freilandhaltung. Ich weiß jetzt nicht, woher die kommen, aber ja, zumindest aus freien Hühnern. Dann habe ich 2x Paprika bestellt, 3x habe ich bekommen. Kein Problem, kriege ich irgendwie weg. Ich denke wahrscheinlich, weil die hier so mini ist im Gegensatz zu denen. Ja, auf jeden Fall 2x geplant, 3x bekommen. Aber finde ich jetzt nicht so dramatisch. So, 3x habe ich Äpfel bestellt. Frag mich nicht, was das für eine sind. Das sind auf jeden Fall sehr leckere Äpfel. Achso, ich bin ja aus dem Urlaub gekommen und habe deswegen gar nichts mehr da. Weshalb ich ja heute bestellen wollte, und da mein Urlaub bald vorbei ist und ich dann immer ein bisschen so keine Lust habe auf nichts, habe ich mir gedacht, ich bestelle bei Rewe Abholservice und hole mir das ab und dann ist gut. So, 2x Milch durfte mit, 3,5 wie immer. Dann ist hier in dem Korb nur 1 davon drin. Ich habe mir mehr von diesen bestellt, einfach zum Testen. Und zum Vergleich, und zwar Emmy Café Latte. Normal habe ich immer den Vanille, aber das ist Balance. Only 78 Kalorien, das hört sich doch gut an. Ich möchte da einfach mal die Nährwerte ein bisschen vergleichen, also so eher für mich. Und deswegen habe ich da verschiedene gekauft, aber abwarten, da kommen noch einige. So, meine Marmelade, genau, ich habe mir Erdbeerkonfitüre ausgesucht. Das ist ein Riesenglas, ich dachte, das ist kleiner.
Aber das ist halt immer so der Nachteil, wenn man nach Bilder kauft. Klar, man kann lesen, okay, da ist 370 Gramm drin, aber das kann ja ich irgendwie nicht sagen, wie groß denn das Glas ist. Aber naja, wird schon weggehen. So, dann hier noch was ganz anderes, und zwar einmal mein Anti-Schuppen-Shampoo. Das durfte jetzt auch bei Rewe mit, weil ich keine Lust hatte, in DM zu gehen. Dann habe ich schon gemerkt, heute ist frisch, kühl und regnerisch und ja, keine Ahnung. Deswegen durfte der erste Hokkaido-Kürbis mit. Oh mein Gott, ich freue mich schon megamäßig, den auch zu verarbeiten. Entweder als Kuchen, ich hätte richtig Bock auf Kürbiskuchen, oder ja, als Suppe halt einfach, genau. So, weiter geht's. Eine kleine Kiwi habe ich mir mitgenommen. Dann durfte wieder mit Salat-Trio. Fand ich mir letztens mega, mega lecker. Im Garten gibt es ja leider keine mehr. Ich muss mal gucken, ob es überhaupt noch Tomaten gibt. Muss ich mal Papa fragen, beziehungsweise kann ich einfach runtergehen und selber holen. Aber ich hoffe, es gibt noch Tomaten im Garten, weil sonst, ja, muss ich halt nur Salat essen mit Paprika. Genau, auf jeden Fall Salat-Trio. Dann einmal drei Bananen, die sind noch sehr grün, aber ich denke, die werden ganz, ganz schnell braun hier. Dann einmal eine kleine Packung rote Zwiebeln, die sind mir ausgegangen. Und ich habe letztens mal so eine gelbe, ja genau, sagt mir, wie heißt sie, Zucchini mitgenommen. Und die war echt lecker als Ofengemüse und deswegen habe ich mir eine nachbestellt, ja. So, oh, da ist noch mal was drin, und zwar Kresse für den Salat. Oh, ich liebe Kresse so. Oh, lecker. So, dann kommen wir zu den letzten Sachen oder zur letzten Tüte. Da ist einmal drin Speisequark, 20% Fett, genau. Einmal normaler Bio-Joghurt Mild, den ich eigentlich immer habe. Kennt man ja inzwischen bei mir schon. Der Kassenzettel, bezahlt habe ich 60,48 €, was, glaube ich, für diesen Einkauf völlig okay ist, aber ja, wir wissen es alle. Auf jeden Fall habe ich mir einen Feta-Käse mitgenommen. Ich glaube, der ist noch, ja, der ist noch bis nächstes Jahr gültig, sage ich, bis nächstes Jahr haltbar, und deswegen habe ich den mal mitgenommen, den esse ich dann einfach so, wenn ich darauf Lust habe, denn bei Feta muss ich schon irgendwie so besonders Lust drauf haben. So, der sahnige Buko à la Frischkäse dürfte mit. Sehr, sehr lecker. Und dazu veganer Schinkenspicker, Mortadella. Geht ja auch irgendwie immer auf ein Brötchen oder auf Knäckebrot. Mh, lecker, lecker. Dann war im Angebot Heidelbeeren. Dann dürfen die ja natürlich nie fehlen, genau. Genauso, ich glaube, Brombeeren waren auch im Angebot, habe ich auch mitgenommen, eine kleine Schale. Das ist halt immer das, was schade ist, dass man sich die Sachen einfach nicht selber aussuchen kann, aber mit dem muss man einfach rechnen, wenn man bei einem Abholservice bestellt. So, dann einmal Brunch, und zwar in Paprika Pepperoni. Da habe ich richtig mal wieder Lust, so Nudeln zu machen und dann den Frischkäse in der Pfanne einfach mit diesen Nudeln verrühren. Oh, lecker, lecker, lecker. Vielleicht gibt es das heute noch, aber ich habe heute schon Maultaschen gegessen. Eigentlich sollte ich heute ja eher Salat essen oder so. Aber mal schauen. Dann durften einmal mit Mini-Mozzarella mit. Ja, ich glaube, dann kommen sie hier so langsam zu den kleinen Cafés. Ne, drei Sachen habe ich noch. Einmal Knoppersriegel habe ich mir mitgenommen. Ja, man muss ja trotzdem auf nichts verzichten, auch wenn man ja, sich gesünder ernährt oder sich gesund ernährt. So, Starbucks war im Angebot, und zwar habe ich mir da den Karamell Macchiato einmal mitgenommen. Ne, zweimal mitgenommen. Dann habe ich einmal den Flat White mitgenommen. Ich weiß nicht, ist das mit weißer Schokolade oder so. Auf jeden Fall sieht die Verpackung unfassbar toll aus. Und da ich ja so ein kleines Verpackungsopfer bin. Genau. Und einmal den normalen Kaffee Latte. 1,49 € kosten die. Das ist eigentlich ultra teuer, aber ich... Lecker. So,
Genau, dann kommen wir zu den Emmy Kaffee Latte. Und zwar habe ich dann da einmal den High Protein Kaffee Latte mitgenommen. Natürlich meinen Vanille. Der darf ja nie fehlen. Und dann habe ich noch den Macchiato Kaffee Latte Emmy mitgenommen. Und einmal Paradiescreme Vanillegeschmack. Brauche ich für ein Rezept. Und dann habe ich einmal weiße Schokolade mitgenommen, weil das bestimmt mega lecker schmeckt. Und ja. Schmeckt. Das Rezept schmeckt bestimmt mit beiden gut. Und dann von Team Harrison. Ich habe die Werbung heute gesehen und ich habe sie aber schon letzte Woche gesehen, bevor ich in den Urlaub bin. Und dachte mir, oh mein Gott, ist das eine schöne Verpackung. Soll ich die mal mitnehmen? Und jetzt habe ich gesehen, dass die ja von Team Harrison sind. Mega, mega cool. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo draufsteht. Benefit Beauty heißt der eine und das ist Benefit Essential, keine Ahnung. Kalorienarmes Multivitamin-Erfrischungsgetränk mit Maracuja-Kamilleblütengeschmack. Und dieser hier ist mit Zitronen-Limetten-Pomelo-Geschmack und dem Zusatz von Calcium. Da gibt es noch eine dritte Sorte, die gab es leider nicht. Seid doch mal ehrlich, wie schön ist die Verpackung, oder? Mensch. Ja, auf jeden Fall. Sehr gespannt. Von Team Harrison. Ich folge ja Sarah Harrison auf Instagram. Deswegen habe ich es mitbekommen. Ich möchte ja jetzt auch so wieder ein bisschen abnehmen. Ich habe ja jetzt inzwischen nach dem Urlaub 7 Kilo zugenommen. Die müssen unbedingt wieder runter, damit ich mich einfach wieder so richtig wohlfühle. Und dann nehme ich euch mit. Und das ist jetzt der erste Einkauf für meinen Startschuss, sage ich mal. Und ja, ihr seid auf jeden Fall dabei. Ich nehme euch da mit. Und deswegen dürft ihr mich hier kostenlos abonnieren, da bekommt ihr Abnehm-Content, Unterhaltungs-Content, Vlogs und ja, ich nehme euch einfach mit auf meinen Abnehmweg. So, das war jetzt mein Einkauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier verlinke ich euch mal ein Video und zwar, so könnt ihr eure Ernährungsumstellung durchhalten. Hier ist dann der Abonnier-Button, den auf jeden Fall nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.